Ganz schön trostlos. Normalerweise ist es voller, aber die meisten Beamten stempeln um Punkt 6 aus. Gibt's keine Verbrechen nach 6? Auf den Straßen von Delos Crossing? Nur Bären und ein paar Betrunkene. Normalerweise kommt Onkel Eddie allein damit klar. Auch mit betrunkenen Bären? Wie auch immer, er ist wahrscheinlich in seinem Büro, oben. Oh Mann, die haben immer noch dieses gruselige Maskottchen? Was? Officer Justin Beaver ist nicht gruselig. Er ist unser dienstältester Polizist. Warte kurz. Ich will den ganzen Klatsch und Tratsch von Dallas Crossing nachholen. Da geht's um die öffentliche Sicherheit. Nichts Interessantes. Steigen Sie ein. Sie möchten wissen, wie der Arbeitsalltag bei der Polizei aussieht? Dann bewerben Sie sich für unser Mitfahrprogramm. Mehr Informationen bei Chief Brown unter 373-1815. Informationen bei Chief Brown. Ich bin das Gesetz. Naja, sollte ich mich gegen die wilde Welt der Buchhaltung entscheiden? Ich kann mir dich wirklich nicht in Uniform vorstellen. Echt? Ich würde sicher rocken. Vollstipendium, keine Studiengebühren? Mann, vielleicht hätte ich der Nationalgarde beitreten sollen. Tja, stattdessen wurdest du von einem Online-College abgezogen. Zu früh, Tyler. Zu früh. Zu wenig, zu spät. Oh, ist das immer noch da? Arschlöcher. Ob die Klippenausternfischer während der Ölpest weitergenistet haben? Ich hoffe nicht. Home sweet home. Ha, warst du in deiner Kindheit häufig? Ja, immer wenn Eddie arbeiten war. Das ganze Revier ist wie meine Familie. Es ist eiskalt hier drin. Memo an alle Mitarbeiter des Police Departments. Von Pleasant Bay Mental Health Institute. Datum 16. Oktober 2015. Betreff: Patienten verlegen am 26.10.2015. An alle Polizeibeamten. Warst du auf einer Schneemobilfahrt verschwunden? Ja, ich dachte, du warst noch hier, als das passiert ist. Kann mich nicht erinnern. An alle Polizeibeamten des Dallas Crossing Police Departments. Hinweis: Aufgrund von Überbelegung werden die Patienten Dean Becker und Kevin Sutton am 26. Oktober 2015 um 8 Uhr in das Fallen Creek Correction Center SPU verlegt. Gregs. Er hat sie einfach wieder liegen lassen. Gregs. Wie ein Officer Gregs? Der in der Nacht bei uns war? Ja, ist immer noch da. Er wurde hier dafür berühmt, dass er einen Mörder aus Juno fassen konnte. Der Typ versteckte sich in einem Fischerboot und verdarb sich den Magen, als er aus einem Ködereimer gegessen hat. Die Verhaftung war also ein ziemliches Kinderspiel. Erinnerst du dich an Dan und Shelby? Glaub schon.
Die Oberschüler, die Tessa wahnsinnig gemacht haben, weil sie Fische aufgedreht und beim Becky-Parkplatz rumgeknutscht haben? Ja, Dan ist Polizist. Die beiden sind verheiratet. Mit Kind und Labrador. Wow. Seit wann sind bitte alle so erwachsen geworden? Oh mein Gott, das ist zuckersüß. Es ist süß, aber sag mir nicht, du bist im Babyfieber. Nein. Wie kommen Männer immer darauf? Das ist Denise Wilsons Schreibtisch. Kennst du sie noch? Was? Crazy Dee? Die hat doch den Trailer ihres Ex angezündet. Angeblich. Sie wurde freigesprochen. Und es heißt Officer Wilson. Sie hatte Geburtstag. Ich hab ihn vergessen. Du bist ein schrecklicher Mensch. Du bist schuld. Ich hab mich so auf dich gefreut, da ist es mir einfach entfallen. Vielleicht merkt sie ja gar nicht, dass ich was hinzugefügt habe. Kennst du den noch? Ach was, ist das Jet? Ja, er ist letztes Jahr gestorben, als er sich zwischen Dee und einen Bären stellte. Oh, verdammt. Arme Dee. Das wird morgen großartig duften. Ist das aus Tessas Restaurant? Mhm. Da gehen einfach alle essen. Was Besseres gibt es nicht in Delos Crossing. Verdammt, ist abgeschlossen. Was hast du erwartet, Dummerchen? Das ist die Polizei. Die muss schon abgeschlossen haben. Mann, die werden den Typen nie fangen. Was genau hat er getan? Der Typ hier stiehlt aus Briefkästen anderer Leute. Das Arschloch hat sich einfach meine Washi-Tape-Bestellung geschnappt. Ah, okay. Ich dachte an einen richtigen Briefkasten als Räuber. Du weißt schon, der auf seinem Pfosten herumhüpft mit einer kleinen Maske auf der Klappe. Hä? Verstehst du? Der Briefkasten ist der Räuber. Entschuldige, war ein schlechter Witz. Am 27.10.2015 um ca. 10.03 Uhr wurde Officer Gregs und ich zur 239 Woodlawn Road entsandt, um eine Diebstahlmeldung aufzunehmen. Wir kamen um ca. 10.22 Uhr an und sprachen mit Lawrence Cooper, geboren am 15.07.1967. Cooper berichtete, dass sein Briefkasten aufgebrochen worden war. Cooper: Ich schaute vor zwei Tagen hinein, weil ich auf mein neues Handy warte. Ich sollte höhere Versandkosten zahlen, damit es rechtzeitig ankommt. Aber ich habe denen gesagt, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich zahle nur so viel, wie es kostet und kein Penny mehr. Sie haben klein beigegeben und meinten, es käme am Dienstag. Aber heute Morgen war das Schloss aufgebrochen und der Briefkasten war leer. Wahrscheinlich dieser Nichtsnutz, Toe Down. Anmerkung: Toe Down ist Jarvis A. Sallow,
der mir und Officer Greggs bekannt ist. Ehemals Aktenzeichen 12882. Letzte bekannte Adresse, Almeida Plaza Apartments. Cooper gab außerdem an, die ganze Nacht vor dem Vorfall zu Hause gewesen zu sein und nichts gehört zu haben. Cooper gab weiter an, wenn ich Towdown finde, reiße ich ihm den Arsch auf, dass er am Arsch ist. Cooper wurde verwarnt, keine weiteren kriminellen Drohungen auszusprechen. Cooper erklärte daraufhin sein Vorhaben, Sallow anzuzeigen und wurde darauf verwiesen, bei der Staatsanwaltschaft Anzeige zu erstatten. Irgendwas ist im Weg. Schon, hier können die armen Kinder doch nicht schlafen. Aber wo sollen sie denn sonst hin? Das Sozialamt braucht doch noch eine ganze Weile. Und das hier ist eben das einzige Bett. Alles außer einer Zelle. Wir finden was anderes. Gott, hier nicht auch noch. Ich bin nicht bereit. Ich auch nicht. Tyler, kommst du? Ich nehme an, hier bunkern sie die ganzen Waffen und sowas. Naja, es ist nicht Fort Meade, aber ja. Glaubst du, wir finden ein Rihanna in den Archiven? Das glaube ich kaum. Auch egal. Ich frage Chief Brown später. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag mir Linda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee. Hier, der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Ein Kaffee? Die Maschine ist unten im Pausenraum. Aha. Weißt du, ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Gehen wir rein.
wir hin? Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. Alles okay? Ja. Aber normalerweise will ich nicht an diese Nacht denken, wenn ich hier bin. Ginge mir genauso. Hey, das mit dem Kaffee klingt ziemlich gut. Wo ist der Pausenraum? Mir ist nur etwas übel. Das muss ein neuer Rekord sein. Haben die wohl was dagegen, wenn ich einen nehme? Das sind dieselben Kekse, die letzte Woche schon hier waren. Aber hau rein. Mann, ich hab so einen Hunger. Tage ohne Beansichtung. Bier. Sieh dir das Kunstwerk an. Hast du das gemacht? Aha. Ich habe es mal aus Langeweile auf die Vase geklebt und niemand hat es entfernt. So hungrig bin ich auch nicht. Das ist schwerer als erwartet. Ich gehe da nicht rein. Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreik beginnt diese Woche. Bürgermeisterwahl. Kandidat Tom Becky für Waffenreglementierung und Geld für örtliche Schulen. Der ist noch warm? Willst du so spät noch einen Kaffee? Der hält dich wach? Ich glaube eh nicht, dass ich viel schlafe. Hab zu viel im Kopf. Die staubigen Sofas machen es auch nicht leichter. Hey. Alles okay? Ich kann das nicht. Beruhig dich, Alice. Halt dich an den Plan. Komm schon, dreh jetzt nicht durch. Nein, bitte. Ich kann nicht lügen. Das haben wir schon. Alles wird gut, okay? Ist okay? Ehrlich? Nein. Hast du je bereut? Nein, niemals. Na, vielleicht ein oder zweimal am Anfang, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, sieh nur, wo wir sind. Wo ich bin. Onkel Eddie ist jetzt wohl fertig. Gehen wir zu ihm. Ist es okay, wenn ich kurz in diesen Raum gehe? Bist du sicher? Ich bin das erste Mal wieder hier seit dieser Nacht. Eddie fühlte sich so unwohl, er ließ seine Vase fallen. Dieses Poster, das habe ich in jener Nacht angestarrt. Ich stellte mir vor, im Wald zu sein, um Kobaltschätze zu suchen. Ich wollte einfach überall anders sein, außer hier. Ja.
Hier. Setz dich. Okay. Scheiße. Sorry. Wie haben Sie behalten? Was? Diese Vase. Die wurde zusammengeklebt. Oh, was ist das da hinten? Nee, oder? Hast du dich die ganze Zeit hier versteckt? Also, wartet Brown nicht auf uns? Wir sollten zurück in sein Büro. Warum wurden wir getrennt? Geht es Olli gut? Olli geht es gut, Kleines. Trinkt im anderen Zimmer Kakao. Alles wird wieder gut. Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Kommst du mit? Du bist furchtbar still. Ja, sorry. Es ist echt viel. Ich komm klar. Also, wartet Brown nicht auf uns? Wir sollten zurück in sein Büro. Sieht aus, als hätte sie ihren Spinnschlüssel hier vergessen. Sie ist Delos Crossings bester Polizist. Neben Eddie natürlich. Mein Fehler. Was wohl Delos Crossings bester Polizist zum Spinn versteckt? Vielleicht ist irgendwo ein Zweitschlüssel. Hey, tut mir leid fürs Warten. Manchmal rufen uns die alten Leute nur so an. Sie sind halt einsam. Schon gut, Onkel. Hey, kennst du den noch? Ja, na klar doch. Wie könnte ich ihn vergessen? Tyler Ronan. Zurück in Delos Crossing. Schön, zurück zu sein. Und schau dich nur an. So erwachsen. Ja, hab immer aufgegessen. Alle sind so stolz auf dich. Wie du für die Kids in Fireweed da warst. Ich sag's ja, Kinder sind die Zukunft. Ich dachte, das sagt Whitney Houston. Komm schon, Kumpel. Sie hat mir die Nummer gestohlen. Jeder weiß das. Seht euch an. Endlich wieder vereint. Gut, was? Ja, wie bin ich nur ohne sie klargekommen? Also, Eddie, wir sind nicht nur aus Spaß hier. Wir fanden was in Marians Zimmer. Irgendwie ergibt nichts mehr so richtig Sinn und jetzt haben wir Fragen. Ach ja? Hat sie was erwähnt, das sie beunruhigt haben könnte? Vor allem in Bezug auf Tyler. Nein, sowas hat sie immer mit sich selbst ausgemacht. Hat uns alle auf Abstand gehalten. Verstehe. Eins sag ich euch aber. Eure Mutter hätte keinen dafür gehasst, anders zu sein. Meistens lief es andersrum. Danke.
Danke, Onkel Eddie. Wenn ihr mich fragt, in Erinnerungen zu wühlen, bringt nichts. Wir haben eigentlich keine andere Wahl. Man hat immer die Wahl, Junge. Auch wenn es nicht so aussieht. Aber es stimmt. Könnten wir Ihre Akte sehen? Vielleicht fällt uns darin was auf. Ihre Akte? Ihre Fallakte, Polizeiakte oder wie auch immer. Ihr hebt die quasi ewig auf, oder? Das stimmt zwar, aber ich kann sie nicht einfach herzaubern. Es gibt Vorschriften. Aber du bist Chief. Darum muss ich mich erst recht an die Vorschriften halten. Versteht ihr? Hallo, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Tyler! Nein, schon gut. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester 7 beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Das war auf Anraten des Gerichts. Die sind die Experten. Ich habe zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fass es einfach nicht. Hör zu, wir konnten nicht sicher sein, okay? Ich habe versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest, Onkel, hä? Bitte. Lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich, nicht um Allison. Sie versteht das. Und 3 Jahre sind nichts im Vergleich zu 7. Stimmt's, Ellie? Ja, sie mag Eddie eigentlich sehr und sie hat bisher immer Fürsprache für ihn gehalten. Ja. Eddie hat nur versucht, mich so gut es geht zu schützen. Die Familie zu schützen. Ich dachte, ich sei deine Familie. Das bist du. 7 Jahre Trennung haben nichts geändert. Nicht einmal 10 Jahre. Aber Eddie ist auch ein Teil. Okay, jeder hat Scheiße gebaut. Wir haben uns verletzt. Das kann schon mal vorkommen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Wir übernachten im alten Haus. Wir sollten besser los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich. Ich will euch nicht hungrig gehen lassen. Da sag ich nicht nein. Okay, gehen wir. Thank you.
Hilfe rufen. Ich hab sie getötet. Nein, hast du nicht. Ich war das. Und wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Was tun Kobolde so? Und Brüder und Schwestern. Alles mit Gott. Oh mein Gott, Leute. Okay, das war das Ende vom Kapitel 1. Es wird gleich weitergehen mit Kapitel 2. Ich glaube, ich muss hier nochmal anders schneiden. Aber das kriegt ihr dann hoffentlich nicht mit, wenn ich es gut mache. Falls doch, entschuldige ich mich, wenn es einen kleinen Versatz gab. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Also was jetzt? Naja, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Halt,
Du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht.